Um sich zu bewegen, so wie bei hier einem fetten Workout oder beim Sport, braucht man Energie, ist ja klar. Übrigens auch zum Denken. Aber woher kommt diese Energie eigentlich? Aus der Nahrung. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie wird aus Nahrung eigentlich Energie? Kleiner Tipp, durch Verbrennung. Und da spielen natürlich Atmung und Blutkreislauf eine große Rolle. Zum Leben braucht unser Körper Sauerstoff. Der sorgt dafür, dass überhaupt erst etwas verbrannt werden kann. So ähnlich wie bei einem Holzfeuer. In unserem Körper wird eben die Nahrung verbrannt. Und am Ende gibt es Abfallprodukte. Das eine Abfallprodukt, das entsorgen wir auf dem Klo. Und das andere Abfallprodukt ist Kohlenstoffdioxid. Das atmen wir einfach aus. Also, Sauerstoff aus der Luft in den Körper und Kohlenstoffdioxid aus dem Körper in die Luft. Und das Ganze, das passiert natürlich nicht irgendwie chaotisch, sondern das hat System. Und genau das ist die Aufgabe von Atmung und Blutkreislauf. Was passiert denn eigentlich bei der Atmung so ganz mechanisch? Es gibt zwei verschiedene Arten von Atmung, nämlich die Brustatmung und die Bauchatmung. Die ist energiesparender und die benutzen wir zum Beispiel beim Schlafen. Bei der Brustatmung heben verschiedene Muskeln den Brustkorb an. Dadurch vergrößert sich der Lungenraum, die Lunge dehnt sich und es entsteht ein Unterdruck. Bei der Bauchatmung oder der sogenannten Zwerchfellatmung, da zieht sich beim Einatmen das Zwerchfell zusammen. Das ist eine ganz dünne Muskelschicht zwischen Brust und Bauchraum. Dadurch wird der Brustraum größer, die Lunge dehnt sich aus und es entsteht ein Unterdruck. Aber was ist denn eigentlich dieser Unterdruck? Das zeige ich euch mit dieser Spritze. Darf ich die mal kurz haben? Dankeschön. Wenn ich nämlich hier vorne auf die Spitze meinen Finger drauf lege und hier versuche zu ziehen, dann geht das immer schwerer. Denn hier entsteht ein immer größer werdender Unterdruck. Den kann man sogar hören. Und genau dasselbe Prinzip passiert auch bei der Atmung. Und das kann ich euch mit einem Gläschen Wasser zeigen. Dürfte ich das mal eben haben? Dankeschön. Wenn ich jetzt hier an dieser Spritze dran ziehe, dann wird das Wasser aufgesogen. Durch den Unterdruck wird der Sauerstoff, hier das Wasser, in die Lunge, beziehungsweise hier in die Spritze gesaugt. Das hier sind die Lungenflügel. Und von hier gelangt der Sauerstoff in den Blutkreislauf. Den kann man hier mal schematisch sehen. Und im Blutkreislauf wird der Sauerstoff gebraucht zur Nahrungsverbrennung und zur Energiegewinnung. Dann entspannen sich die Muskeln wieder. Der Brustraum verkleinert sich, es entsteht ein Überdruck und Kohlenstoffdioxid wird rausgepresst. Wir atmen aus. Die Zahl der Atemzüge pro Minute heißt übrigens Atemfrequenz. Und die wird natürlich mehr, wenn wir uns bewegen, weil unser Körper ja dann mehr Sauerstoff braucht. Boah, ganz schön anstrengend. Kommen wir ganz schön aus der Puste beim Seilspringen. Was passiert denn eigentlich wie und wo, wenn wir atmen? Schauen wir es uns mal genau an, die Atmungsorgane. Beim Einatmen strömt die Luft zuerst durch die Nase und den Rachen in die Luftröhre. Und von dort verteilt sie sich auf die beiden Lungenflügel, die kann man hier sehen. Und das geschieht über die sogenannten Bronchien. Das sind wie so Äste von einem Baum, die werden immer kleiner und feiner, damit die überall hinkommen. Am Ende von den Bronchien, da sind die sogenannten Lungenbläschen. Von denen gibt es wahnsinnig viele, ungefähr 300 Millionen Stück. Und rein rechnerisch bedecken die eine Fläche von 80 Quadratmetern. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht, aber meine Wohnung ist nicht so groß. Und diese Lungenbläschen, die haben jetzt eine ganz besondere Aufgabe. Jedes Lungenbläschen ist umgeben von einem feinen Netz winziger Blutgefäße, den Kapillaren. Und diese Kapillare entziehen der Atemluft den Sauerstoff, also O2, und tauschen ihn aus gegen Kohlenstoffdioxid, also CO2.
Der Sauerstoff geht zu unseren Zellen und das Kohlenstoffdioxid, das geht jetzt den umgekehrten Weg. Also zurück über die Bronchien in die Luftröhre und dann hier zurück in die Nase bzw. den Mund. Ausatmen, unser Gasaustausch. Kohlenstoffdioxid raus aus dem Körper und Sauerstoff rein. Beim Einatmen transportiert unser Atemkreislauf den Sauerstoff aus der Luft in die Lungen. Und die Lungen, die sind sozusagen der Umsteigebahnhof, denn hier steigt der Sauerstoff um aus dem Atemkreislauf in den Blutkreislauf. Im Blutkreislauf gelangt das Blut von der Lunge mit allen Nährstoffen und dem Sauerstoff dorthin, wo das ganze Zeug gebraucht wird, nämlich zu den Zellen. Und das geschieht über eine Reihe von Blutgefäßen. Die nennt man allgemein auch Adern. Hier kann man sie zum Beispiel sehen. In den Zellen regt der Sauerstoff jetzt die Verbrennung von Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten an. So wird Energie frei, die brauche ich jetzt hier für meine Muckis zum Beispiel, aber auch damit ich klar in der Birne bleibe und weiß, was ich sage. Und natürlich zum Warmhalten meines Körpers brauche ich diese Energie, sonst würde ich hier draußen jämmerlich erfrieren. Kalt. Im Gegenzug nimmt das Blut Abfallprodukte wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid mit zum Herzen. Und zwar durch ein anderes System von Blutgefäßen. Das Herz pumpt das Blut weiter zur Lunge und dort steigt das Kohlenstoffdioxid um in den Atemkreislauf und wir atmen es aus. Der Blutkreislauf besteht nicht nur aus einem großen Kreislauf, sondern es sind streng genommen zwei Kreisläufe. Das kann ich euch mal zeigen, das wir haben. Da gibt es nämlich einmal den kleinen Kreislauf oder Lungenkreislauf hier. Und dann gibt es noch den großen Kreislauf, der heißt auch Körperkreislauf. Geht hier so lang und dahin. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wozu dieser ganze Aufwand? Würde es sich auch ein großer Kreislauf tun? Nein, der Lungenkreislauf ist nämlich viel kürzer. So braucht der Sauerstoff nicht so lange, bis er einmal durch alle Leitungen durch ist. Das ist auch super so, denn der Mensch braucht immer ganz schnell ganz viel frischen Sauerstoff. Der Körperkreislauf ist viel größer, der hat viel längere Wege. Der muss ja bis zum kleinen Zeh runterreichen, ohne dass wir zwischendurch aus Sauerstoffmangel umkippen. Manche Leute sagen, sie hätten ein richtig großes Herz. Ich habe ein riesengroßes Herz direkt hinter mir. Das ist so groß, da kann man sogar reingehen. Kommt doch einfach mit. Schon eng hier drin. Also der Lungenkreislauf geht von der rechten Herzhälfte über die Lunge in die linke Herzhälfte. Und diese Reise, die machen wir jetzt mal mit. Wir starten hier in der rechten Herzhälfte und jetzt gibt es ein Problem. Das Herz ist ja eine Pumpe. Das heißt, es kann Blut nur von sich wegpumpen, aber nicht ansaugen. Was macht jetzt unser Herz? Das ist schlau. Das pumpt das Blut erstmal zur Lunge. Das ist jetzt hier das Blut. Das ist sauerstoffarm, das ist dieser rote Bommel hier. Und kohlenstoffdioxidreich, das sind diese schwarzen Bälle. In der Lunge hat jetzt der Gasaustausch stattgefunden. Das heißt, Kohlenstoffdioxid raus aus dem Blut und Sauerstoff rein ins Blut. Jetzt ist das Blut wieder sauerstoffreich und kohlenstoffdioxidarm und es kann zurückfließen zum Herz und zwar hierher in die linke Herzhälfte. Jetzt hat das Blut und das Herz wieder Sauerstoff und das Leben kann weitergehen. Hier in der linken Herzhälfte beginnt jetzt der Körperkreislauf von der linken zur rechten Herzhälfte. Was passiert denn dabei eigentlich? Das Herz pumpt das jetzt sauerstoffreiche Blut und kohlenstoffdioxidarme Blut über die Blutgefäße bis in die Kapillaren der Organe. Die Organe nehmen den Sauerstoff auf und geben Kohlenstoffdioxid ab. Und dann fließt das kohlenstoffdioxidreiche und sauerstoffarme Blut wieder zurück zum Herzen und zwar in die rechte Herzhälfte. Wenn ihr den Blutkreislauf im Detail verstehen wollt, dann müsst ihr euch erstmal die wichtigsten Mitarbeiter anschauen. Der Boss sozusagen, das ist das Herz. Der Job vom Herzen ist, den Laden am Laufen zu halten. Und zwar durch fleißiges Pumpen. Dabei ist das Herz gar nicht mal so groß. Ungefähr so groß wie meine Faust. Und es wiegt auch nicht viel. Etwa 230 bis 340 Gramm.
Wie man hier ganz gut sehen kann, hat das Herz die Form eines Kegels. Es liegt in der Mitte des Körpers zwischen den beiden Lungenflügeln. Und es ist geschützt durch das Brustbein. Die Spitze vom Herz, die zeigt nach links unten. Und wenn man sich das Herz mal von innen anguckt, dann sieht man, das besteht aus zwei voneinander getrennten Bereichen, den sogenannten Herzkammern. Geteilt werden diese Herzkammern von der sogenannten Herzscheidewand. Und in eine von diesen beiden Herzhälften marschiere ich jetzt mal rein. Jede Herzhälfte besteht aus einem kleineren Vorhof und aus einer größeren Herzkammer. Und das hier, das ist jetzt so ein Vorhof. Und hier kommt jetzt die Herzkammer. Ganz schön groß. Auf dem Weg vom Vorhof in die Herzkammer gibt es so eine Art Schleuse. Das ist diese Herzklappe hier. Von diesen Herzklappen gibt es im Herz insgesamt 4 Stück. 2 links und 2 rechts. Das Herz, das ist ein Muskel. Ein ganz besonderer Muskel, ein Hohlmuskel. Und wie jeder andere Muskel auch, kann sich das Herz zusammenziehen und auch wieder entspannen. Den Takt dafür gibt der sogenannte Sinusknoten vor. Der verursacht elektrische Impulse. Und dann zieht sich das Herz zusammen. Wenn das passiert, wird das Blut aus den Blutgefäßen in die beiden Vorhöfe gepresst. Die ziehen sich auch zusammen. Die Herzklappen öffnen sich. Und das Blut rauscht hier in die Herzkammer. Von dort aus gelangt das Blut über andere Blutgefäße in den restlichen Körper bzw. zur Lunge. Bei einem erwachsenen Menschen dauert es ungefähr eine Minute, bis das Herz die komplette Blutmenge einmal rundherum durch den ganzen Körper transportiert hat. Dazu muss es ungefähr 60 bis 80 Mal schlagen. Und diese Zahl, die Anzahl der Herzschläge pro Minute, nennt man Herzfrequenz. So, jetzt wird's sportlich. Kann ich mal das Stethoskop haben, bitte? Dankeschön. Mit diesem Gerät hier kann man nämlich den Herzschlag hören. Ja. Klingt ganz gut. Wollt ihr mal hören? Einmal ins Mikro. Und wenn ich mich jetzt ein kleines bisschen bewege, dann wird dieser Puls schon schneller. Pass mal auf. So, mal gucken, wie meine Herzfrequenz jetzt ist. Doch schon deutlich schneller. Nochmal nachhören. Mit jedem Schlag pumpt unser Herz Blut durch den Körper. Diese Druckwelle, die nennt man Puls. Die kann man nicht nur fühlen, sondern die kann man auch hören. Mit so einem Stethoskop hier zum Beispiel. Und wenn man mal ausrechnet, wie oft so ein Herz pro Tag schlägt, dann kommt man schnell auf über 100.000 Schläge pro Tag. Damit transportiert das Herz ungefähr 7.000 Liter Blut durch unseren Körper. Das sind 350 Badewannen voll mit Blut. Jeden Tag. Bäh. Das Herz pumpt unser Blut durch ein geschlossenes System aus Blutgefäßen oder auch Adern genannt. Würde man all diese Blutgefäße hintereinander knoten, dann wären die 100.000 Kilometer lang. Das reicht 2,5 Mal um die komplette Erde. Wir schauen uns mal 3 verschiedene Arten von Blutgefäßen an. Da gäbe es zunächst mal die Venen. Das sind die blauen hier. Venen sind Blutgefäße, die Blut von allen Körperteilen oder aus der Lunge zu unserem Herzen hinführen. Damit das Blut in den Venen nicht mehr zurück in den Körper fließen kann, gibt es sogenannte Venenklappen. Die schließen sich und damit gibt es für das Blut erstmal kein Zurück mehr. Die Blutgefäße, die Blut vom Herzen weg in alle Bereiche unseres Körpers bzw. in die Lunge führen, das sind die sogenannten Arterien oder Schlagadern. Und die größte Arterie, die ist hier rot und dick eingezeichnet, das ist die Aorta oder auch Hauptschlagader. Die ist bei einem Erwachsenen 2,5 bis 3,5 cm dick. Das ist dicker als mein Daumen. Und sie ist etwa 30 bis 40 cm lang. Sie führt von der linken Herzhälfte hin in alle Bereiche unseres Körpers. Eine weitere wichtige Gruppe von Blutgefäßen sind die Kapillare, ganz feine Haargefäße. Sie bekommen das Blut von den Arterien und geben es an die Venen weiter. Kapillare umgeben fast alle Organe in unserem Körper, wie zum Beispiel auch die Lunge oder das Herz.
10 Milliarden Kapillare gibt es in unserem Körper. Und die sind so fein, so winzig, dass die hundertstel Millimeter großen Blutkörperchen nur ganz langsam im Gänsemarsch durchkommen. Und damit bin ich raus.